Hey, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute machen wir Zeitrafferfotografie und noch ein anderes Thema, was mich persönlich extrem begeistert, und das ist Pilze zu Hause selber ziehen. Dafür habe ich mir zwei solcher Fertigkulturboxen von Havlik gekauft. Hier wachsen gerade Steinchampignons, also die Kiste werden wir uns in 2 bis 3 Wochen noch mal ein bisschen genauer angucken. Und ich habe hier, wenn du mein Video letzte Woche gesehen hast, schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Und hier tatsächlich eine ganze Menge sehr leckerer großer Pilze gezogen. Wenn du das Video letzte Woche nicht gesehen hast, dann werde ich zwischendurch immer noch mal ein paar Sachen einbinden, aber darum geht es heute. Ich werde dir zeigen, wie du zu Hause mit ganz einfachen Mitteln Pilze selber ziehen kannst und ziemlich, finde ich zumindest, geile Zeitrafferaufnahmen machen. Los geht's! Bevor wir uns jetzt den Aufbau, Licht, Kameraeinstellungen und so weiter anschauen, noch vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu dem Produkt, was ich hier verwendet habe. Das Tolle ist nämlich, in diesem Karton ist praktisch ein durchwachsenes Myzel und diese Deckerde schon enthalten. Das heißt, man braucht eigentlich nichts machen, außer diese fertige Erde auf das Myzel zu streuen, dann 2, 3 Wochen zu warten, bis das Myzel diese Deckerde komplett durchwachsen hat. Und dann dauert es ja je nach Temperatur noch mal 1 bis 2 Wochen und die Pilze fangen an zu wachsen. Und wie in meinem Fall bis zu 3 oder 4 Wochen, bis aus diesen kleinen weißen Kügelchen wirklich ziemlich stattliche Pilze geworden sind. Für die Aufnahmen habe ich 2 verschiedene Kameras verwendet, einfach um noch mehr Perspektiven, das Ganze ein bisschen interessanter zu machen und nicht nur eine stumpfe Aufnahme, die 30 Tage durchläuft. Als Kamera habe ich die Sony A6000, also eine relativ günstige Einsteigerkamera, zusammen mit dem 60 mm von Lauer verwendet. Vielleicht erinnerst du dich an eins der letzten Videos, wo mir das Objektiv auf dem Beton tatsächlich für diese Aufnahme draufgefallen ist und das Glas vorne zerbrochen ist. Also die gute Nachricht ist, das Glas habe ich noch nicht ersetzt, aber das Objektiv funktioniert. Das heißt also, 90% aller Aufnahmen wurden mit dem 60 mm von Lauer gemacht. Und die paar anderen Perspektiven kommen von der Sony A7 R4 und dem 90 mm. Hier vielleicht noch mal ein paar Sätze zur Sony A7 R4. Die hat 61 Megapixel, dachte ich, ist eigentlich die perfekte Zeitrafferkamera, weil ich dann extrem reinkroppen kann und verschiedene Zooms, verschiedene Pilze einfach mal durchlaufen lassen kann. Das Problem ist aber, dass mein Rechner 61 Megapixel Zeitrafferaufnahmen nicht mehr wirklich verarbeitet. Also der rendert wirklich eine Stunde für eine Minute Clip. Also es ist Katastrophe. Deswegen habe ich die eigentlich nur im Crop-Mode, das heißt auf 27 Megapixel verwendet, die Sony A6000 auf 24 Megapixel. Also immer noch eine ganze Menge Spielraum, um den einen oder anderen Zoom zu machen. Gucken wir uns jetzt mal die Lichtquelle an, die ich verwendet habe. Das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr interessantes, wichtiges Thema, denn wir wollen eigentlich ein perfekt sauberes, flickerfreies Foto haben. Das heißt, wir brauchen als erstes einen Raum, der komplett dunkel ist. Also am besten irgendwie so eine Abstellkammer im Keller, so habe ich es zumindest gemacht. Und dann ein Dauerlicht, welches möglichst auch die Lichtfarbe und Lichtintensität hält. Sonst hat man so ein komisches Flimmern am Ende in den Aufnahmen. Dafür habe ich diese wunderschöne, super preiswerte Softbox hier verwendet. Und wenn wir mal reingucken, wir haben hier 4 Anschlüsse, 4 Gewinde und ich habe tatsächlich nur eine einzige Glühbirne, hier so eine LED von Ikea, verwendet, einfach um ein bisschen Strom zu sparen, nicht mit 4 Birnen hier einen ganzen Monat, insgesamt waren es fast 2 Monate, drauf zu brennen. Also eine schön große Softbox, eine Lichtquelle ist völlig in Ordnung, weil wir mit relativ langen Belichtungszeiten arbeiten können. Also wir brauchen nicht viel Licht, aber wir brauchen schön diffuses Licht und möglichst auch von einer großen Fläche, damit das Ganze schön sauber und gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Eigentlich wären 2 Lichtquellen besser gewesen, damit wir die Pilze noch von unten anstrahlen. Aber dadurch, dass wir das 4 bis 6 Wochen lang durchlaufen lassen wollen, wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr Strom als notwendig verbrauchen und ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Platz, um jetzt noch eine 2. große Softbox von unten zu verwenden. Lösung ist, wir nehmen einen Reflektor. Das ist jetzt einfach nur ein bisschen Plastik, da habe ich Alufolie drauf geklebt. Das heißt, wir haben hier unsere Pilze und den Reflektor habe ich hier unten hingelegt. Höchst professionell, hat aber super funktioniert, dass das Licht praktisch von unten wieder auf die Pilze gekommen ist. Als nächstes Hintergrund. Ich will natürlich nur den Pilz auf meiner Aufnahme haben und nicht irgendwelche hässlichen Betonwände oder was sonst im Hintergrund rumsteht. Wenn du Glück hast und du hast einen schönen großen Keller oder ein Fotostudio, ganz einfach. Helle Lichtquelle auf den Pilz, Abstand zum Hintergrund, dann ist der Hintergrund automatisch schwarz, dunkel, verschwunden, perfekt.
Ich habe mir jetzt für die nächsten Aufnahmen ein bisschen schwarze Farbe gekauft. Das heißt, meine hässlichen grauen Betonwände werden demnächst schwarz werden. Dann habe ich das Problem auch nicht. Für diese Aufnahmen musste ich einen kleinen Trick anwenden. Trick ist eigentlich zu viel gesagt. Ich habe einfach ein bisschen so einen schwarzen Plastikordner hier hinten reingeklemmt, damit wir praktisch hier einen schönen hohen Kontrast zwischen den Pilzen und dem Hintergrund haben. Alles sieht viel sauberer und, ja, sagen wir mal, professioneller aus. Alufolie, Plastikordner. Aber das Ergebnis, finde ich, ist trotzdem ganz gut geworden. Damit das Resultat am Ende auch richtig gut ist, ist für mich persönlich das Allerwichtigste, dass wirklich das Setup perfekt konstant bleibt. Das heißt, es darf sich nichts verändern. Das heißt, wir gießen kein Wasser, wir verrücken die Lichtquelle nicht neu. Alles muss perfekt in dem Zustand bleiben, wie wir es am Anfang einmal aufgebaut haben. Das heißt, es ist also wirklich wichtig, sich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie richte ich alles ein, weil so wie es dann steht, werden wir es dann für mehrere Wochen lang nicht anfassen. Selbst wenn ich jetzt mal die Tür aufgemacht habe, um reinzugucken, habe ich vorher im Flur das Licht ausgemacht, damit wir hier keine neuen Störeinflüsse reinkriegen. Das ist hier auch zum Glück gar nicht notwendig. Die Erde ist vor der Aufnahme sehr, ja, feucht und durchtränkt. Das heißt, für 3-4 Wochen können wir es so lassen. Also auf keinen Fall anfangen, irgendwie nachträglich zu gießen. Das ist notwendig, wenn wir das Ganze abgeerntet haben. Also ich werde die beiden hier vielleicht noch ein bisschen wachsen lassen. Dann kommen die auch in die Pfanne. Dann werde ich den ganzen Block einmal neu tränken. Und dann werden noch bis zu 2 weitere Ernten möglich sein. So habe ich es zumindest gelesen. Lasse ich mich mal überraschen. Also einmal alles einrichten, Kamera drauf und dann am besten, ja, vielleicht nochmal gucken, ob die Glühbirnen nicht durchgebrannt sind, aber das war's dann auch. Obwohl die hier als Champignons verkauft wurden, schmecken die wirklich extrem süß. Also im Supermarkt habe ich solche noch nicht gesehen, vielleicht gehe ich auch einfach nur in die falschen Supermärkte, ich weiß es nicht. Aber die Konsistenz ist auf jeden Fall viel, viel fester als das, was man jetzt im Supermarkt in den Standard 400 Gramm Packungen zu kaufen kriegt. Das hat ja fast eher so eine Konsistenz wie Hähnchenbrustfilet und ist, wie gesagt, extrem süß. Also ich bin ziemlich begeistert, auch vom Geschmack dieser Pilze. Hier, wie gesagt, wachsen aktuell die Steinchampignons. Ich habe mir noch ein weiteres Paket bestellt mit Kräuterseitlingen. Also da werden auf jeden Fall noch 2, 3, vielleicht 4 interessante Zeitrafferaufnahmen folgen. Interessantes Thema. Also wenn dich das interessiert, ist das auf jeden Fall ein super Objekt, um mal ein bisschen in die Zeitrafferfotografie oder am Ende auch das Zeitraffervideo einzusteigen. So, das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Und zwar, wie betreiben wir eigentlich unsere Kamera mit Strom? Ich meine, ein Akku alle 2, 3 Stunden wechseln ist natürlich Quatsch. Dafür gibt es solche Dummy-Akkus. Gibt es bei Amazon, kosten so zwischen 20 und 40 Euro, je nach Modell. Kann man schon sehen, ist wie so ein Kamera-Akku-Adapter. Also den steckst du in deine Kamera, das andere Ende in die Steckdose und damit kannst du deine Kamera im Dauerstrombetrieb wirklich für viele Wochen betreiben. Ich habe das schon öfter ausprobiert, auch wirklich mal sehr, sehr langen Zeitraum, hat nie Probleme gegeben. Die Kamera ist immer durchgelaufen, eigentlich eine tolle Lösung. Ich habe alle zwischen 60 Sekunden und 5 Minuten ein Foto gemacht. Mit der A6000 alle 5 Minuten und das, wie gesagt, über mehrere Wochen. Und mit der A7 R4 leider nur alle 60 Sekunden. Leider haben die in der Software ein bisschen was geändert. Das heißt, ich kann da keine Timelapse-Apps mehr installieren. Die haben echt eine ganze Menge abgeklemmt. Also ich bin mit der A7 R4 eigentlich nicht so richtig glücklich. Also je länger ich die Kamera habe, desto mehr Baustellen fallen mir da auf. Also leider Timelapse nur mit 60 Sekunden möglich. Oder man muss sich irgendwelche externen Aufnahmegeräte kaufen. Finde ich super unnötig, weil ja die günstigen Einsteigermodelle das alles unterstützt haben. Das High-End-Modell jetzt nicht mehr. Also Dummy-Akku, Timelapse-Mode und ja, je nachdem, was du für ein Kameramodell hast, gibt es da eine ganze Menge Apps im Internet, welche du dir installieren kannst, wo du auch nicht nur bis 30 oder 60 Sekunden gehst, sondern beliebig lange Zeiträume zwischen den Bildern. Ja, ist eigentlich auch wirklich wichtig, weil ich meine, selbst wenn du eine 250 GB Speicherkarte reintust, ist die, je nachdem, was du für eine Auflösung hast, halt relativ schnell voll. Und wir wollen die Kamera ja wirklich 2, 3 Wochen durchlaufen lassen, ohne 2, 3 Mal die Speicherkarte wechseln zu lassen, weil sonst haben wir vielleicht wieder was an der Kameraposition leicht geändert. Wir haben irgendwo einen Ruckler drin. Ich hoffe, ich konnte dich für das Thema begeistern. Wie gesagt, diese Pilzkisten hier habe ich dir in der Beschreibung nochmal verlinkt. Wenn dich das interessiert, wenn du ein begeisterter Pilzesammler bist wie ich oder einfach gerne Pilze isst oder halt das Timelapse-Thema mal ausprobieren möchtest, ich hoffe, für dich ist da auf jeden Fall was dabei. Haben eine ganze Menge Produkte. Also ich finde, ein tolles Produkt, gute Seite, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Mich persönlich haben die Aufnahmen eigentlich richtig begeistert. Ich plane das auch schon ewig, habe das auch häufiger mal gemacht, damals noch mit einer GoPro, die ich mal ein paar Wochen irgendwo stehen lassen habe. Das Problem war eigentlich immer, dass ich ja meine Kameras auch für meine normalen YouTube-Videos, für meine Makrofotografie und Videografie gebraucht habe. Deswegen werde ich jetzt eigentlich erst so richtig durchsteigen, wo ich mir diese dritte Kamera gekauft habe, um mich und euch natürlich auch in Zukunft weiterhin mit Zeitrafferaufnahmen begeistern zu können. Wenn du noch Ideen hast, was man sonst noch gut in einem Zeitraffer-Video verpacken kann, lass mir doch einen Kommentar da oder erzähl mir, wie dir das Video gefallen hat. Sonst wünsche ich dir noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.